Fürs Kommen. Schaut so aus, als ob Systemadministrator die gleiche Probleme haben. Erste Frage: Wer ist Systemadministrator? Nicht schlecht. Gut, erster Disclaimer: Im Vortragstitel steht als Vortragssprache Deutsch, stimmt nicht ganz, Österreichisch. Wenn ich zu schlimm werde, bitte treten. Die Installation von Servern von Linux ist ganz klar einfach und billig. Es kostet nichts, schnell installiert, jeder kann es machen. Das Problem ist Wartung. Wie schaut die Wartung aus? Das ist teuer. Die Wartung ist kompliziert, die Wartung ist aufwendig und wenn der Server down ist, dann ist es definitiv zu spät. Das Wichtige dabei für uns ist jetzt, dass das Sysadmin heute nicht mehr der ist, der Word am besten bedienen kann, sondern wenn es wirklich kritisch wird, dann ist es wichtig, dass der Systemadministrator gut ausgebildet ist. Gut ausgebildet heißt, wir können heute den modernen Systemadministrator in mehrere Kategorien unterteilen, für die er zuständig ist. Das Wichtigste ist, dass diese Begriffe jetzt so businessmäßig klingen, ja, es sind Schlagworte und bla 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 bla. Es gibt aber wirklich gute Literatur zu den Themen. Und diese gute Literatur, die sollte man kennen. Die erste Grundlage für einen Systemadministrator ist, kenne deine Tools. Die Shell sollte einfach für jeden Administrator selbstverständlich sein. Das heißt, in der Shell sollte man sich komfortabel fühlen, in der Shell sollte man alles beherrschen, was man braucht. Das sind so Sachen wie SSH, welche Optionen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, Tunneling etc. GNU-Screen als Terminal-Multiplexer sollte man kennen, wenn man wirklich einmal auf der Konsole ist und schnell arbeiten möchte. Debugging, S-Trace, LSOff, TCP-Dump etc. Das sind alles Tools, die können für einen Linux-Administrator einfach zum FF. Das muss man beherrschen. Und ganz wichtig ist mir, ganz unabhängig davon, ob jetzt Linux oder Solaris oder BSD, eine komfortable Arbeitsumgebung. Ich sehe viele Administratoren, die haben da einen Desktop und ärgern sich, dass da wieder ein Pop-up ist und dass das wieder an der falschen Stelle aufgeht etc. Macht euch die Arbeitsumgebung richtig komfortabel. Das fängt mit einem Stuhl an, das geht über einen Tisch, das geht über einen Monitor, das geht über eure Tools, die ihr verwendet. Gestaltet sie so, wie ihr sie braucht. Nicht anders, und zwar nicht so, wie sie per Default geliefert werden, sondern lernt auch, wie ihr die Arbeitsumgebung, auf der ihr wirklich viel arbeitet, komfortabel gestaltet. Als Beispiel nehmen wir jetzt einmal unterschiedliche Systeme her. Wem ist es noch nicht passiert, dass man bei Reboot den falschen Rechner gebootet hat? Das sind so Sachen, die kann man umgehen. Da gibt es einerseits Tools, Molligard zum Beispiel, das einen davor schützt, dass man auf den falschen Rechner jetzt das Reboot-Kommando reinpfeffert. Das fängt aber mit so Kleinigkeiten an, dass man für die wichtigen Systeme unterschiedliche Terminalfarben vergibt. Das heißt, wenn rot ist, dann ist das halt eine Root-Konsole. Und wenn man mehrere Systeme gleichzeitig administriert, hat man zumindest von der Visualisierung einen Unterschied her. Das geht weiter über Logical Volume Management. Unter Linux ist das keine Hexerei mehr, dass man LVM integriert. Das Wichtige dabei ist, auch wenn man nicht diese Partitionsgrößen verschieben möchte etc., dass man mehr Disk Space auf einer Partition kriegt, man bekommt auch andere Features mit, wie Snapshots, dass man von einem Live-System wirklich eine 1:1 Kopie erstellen kann. Das sind Sachen, die kommt man dann vielleicht erst im echten Betrieb drauf. Also man stellt fest, eigentlich wäre es schön gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Wer das von vornherein einplant und sagt, den minimalen Overhead, den man an Performance in dem und dem Anwendungsfall verliert, auf den kann ich verzichten. In dem Moment kann ich LVM integrieren und dann wäre es einfach ein Standard-Tool. Das ist auch das gleiche bei RAID. Software RAID kostet keinen Cent mehr, außer diese billigen Festplatten. Wir brauchen keinen Hardware-RAID-Controller, um auch in einen einfacheren Setup sowas zu integrieren. Das heißt, wir können auch auf einem Desktop sofort mit RAID sicherstellen, dass wir nicht Daten verlieren, nur aufgrund eines Headcrashes auf einer Platte, die halt mittlerweile halt kaputt geworden ist. Aber RAID ist kein Backup.
Viel zu oft glauben die Leute, ich habe LVM, ich habe RAID, mir kann eh nichts mehr passieren. Ja, super. Das falsche Kommando reingepfeffert und ich habe halt die Datei nicht nur auf einer Platte gelöscht, sondern gleichzeitig auf zwei. Ja. Das Wichtige dabei ist auch, dass man wirklich stabile Devices verwendet. Was heißt stabile Devices? Nur weil jemand einen USB-Stick in meinen Server reinsteckt, abgesehen davon, dass wahrscheinlich USB auf einem Server deaktiviert sein sollte, wenn der den reinsteckt und ich kann auf einmal nicht mehr booten, weil DevSDA und DevSDB haben sich geändert, ist das einfach nicht tragbar. Das heißt, wir können mit UUID ganz stabile Links setzen. Das ist aber jetzt nicht nur auf eine Festplatte beschränkt, das sind auch Netzwerknamen. Alles, was Devices ist, können wir binden. Und das Wichtige dabei ist, nutzt das. Mit dem könnt ihr sicherstellen, dass die Konfiguration, die ihr jetzt fahrt, auch nach dem nächsten Reboot wieder funktioniert. Das Problem ist, viele Installer unterstützen das noch nicht. Mount by Label ist jetzt noch eher verbreitet, aber UUIDs garantieren es euch. Nur weil jemand das gleiche Label verwendet auf dem USB-Stick wie die Root-Partition, ja. Die UUID ist auch wirklich unique. Evaluieren, bevor man es nutzt. Das ist das größte Problem mit dem Management, dass die sagen, ja, da hast du die Hardware und in 2 Wochen steht der Server mit allem drum und dran. Evaluieren von Hardware, evaluieren von Software, evaluieren von Konfigurationen in verschiedenen Konfigurationen. Testen, testen, testen. Und dafür braucht man ein Testbed. Das heißt, wer wirklich produktiv ist und sagt, der Server muss immer up sein und ich möchte 24/7 fahren und keine Downtime haben, und der muss dann diese Konfigurationsänderung am Live-System testen, der hat schon verloren. Murphy hat euch in genau dem Moment, in dem ihr am Live-System was macht, das ihr schon 100 Mal gemacht habt und das bisher immer funktioniert hat. Ein Testbed, gleiche Konfiguration, gleiche Setup, gleiche Hardware. Und das richtige Tool für den richtigen Job. Nutzt nicht das, was euch als erstes einfällt und wo ihr sagt, ah, mit dem habe ich das schon 100 Mal gemacht und das wird schon passen und die 3 Minuten mehr Aufwand, die nehme ich in Kauf. Schaut, dass ihr für die richtigen Umgänge mit den Tools auch einen Workflow habt. Schaut, was ist wichtig für mich, was brauche ich, welches Tool wäre für den und den Job das Beste. One Job, One Tool. Nicht diese Management Suites, die euch alles in einem Interface runterpfeffern. Dokumentation lesen. Weil halt Sysadmins glauben, dass sie sowieso alles im Griff haben und man als erstes einmal minus minus help reinpfeffert und dann schaut Usage und bla bla bla. Lest trotzdem einmal die Dokumentation. Dokumentation spiegelt wieder, wie gut Qualität in der Software gemessen wird. Gute Software ist auch gut dokumentiert. Warum? Sobald Dokumentation stabil ist, sobald Dokumentation existiert, wird da nicht von einer Release auf die nächste einfach so herumgepatcht. Schlechte Dokumentation ist meistens dann vorhanden, wenn auch das Tool schlecht ist. Das muss jetzt nicht sichtbar sein für den Anwender, sondern es kann auch sein, dass man von einem Versionsupgrade zum nächsten merkt, die Jungs, die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf Upgrade. Das heißt, man kann auch mit einer Software im Produktionsbetrieb gehen, sehr zufrieden sein und dann erst beim Upgrade feststellen, der Upgrade-Pfad ist eine Katastrophe. Und solche Sachen werden auch in der Dokumentation sichtbar für euch. Holt das Beste aus den täglichen Tools. Und zwar wirklich hinsetzen und sagen, ich möchte die Shell so konfigurieren, wie ich sie brauche. Mich stört das und das und das und das konfiguriere ich jetzt um. Sucht euch die passende Konfiguration heraus von anderen Leuten, redet mit anderen Leuten, schaut ihnen zu, wie sie arbeiten. Lasst euch inspirieren. Und Versionskontrolle. Das ist nicht nur auf Softwareentwickler beschränkt. Ihr könnt auch als Systemadministratoren Versionskontrolle extensiv nutzen. Von Dokumentation über kleine Skripte, über Patches. Dokumentation an jeder Stelle. Dokumentiert die Hardware. Und Versionskontrolle hat keinen Overhead heute mehr. Das ist billig, das kostet nichts. Und im Endeffekt könnt ihr nachvollziehen, was hat sich wann, wo, wie getan. Auf der Konsole, auf jedem Server kann das genutzt werden. Und wirklich überall. Überall heißt auch, dass man in /etc eine Versionskontrolle fahren kann. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Mercurial oder etc Keeper, das ist jetzt Git, dort zu integrieren und zu schauen, was habe ich von einem Upgrade bei einer Software an Änderungen im etc Verzeichnis.
Da kann man mit Snapshots arbeiten, indem man sagt, bevor Software installiert ist, mache ich einen Snapshot automatisch, installiere die Software und danach wieder einen Snapshot. Und dann schaue ich, was hat sich geändert, welche Dateien sind dazugekommen. Hat irgendein Paket irgendwo vielleicht mir eine Konfigurationsdatei geändert, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das sind alles Sachen, die kann man mit Versionskontrolle sehr gut abbilden und nachvollziehen. Und sobald etwas da wiederholbar ist, heißt es für den Systemadministrator auch automatisieren. Sobald etwas in irgendeiner Art und Weise wiederholbar ist, ist es auch dokumentiert. Das heißt, wenn ihr jetzt den Automatismus hinzufügt, könnt ihr dann beim nächsten Mal, wenn ihr es wieder braucht und wieder das gleiche Problem habt, nicht nur mit Screenshot-Anleitung etc. nachvollziehen, sondern ihr könnt auch wirklich wieder das Skript ausführen und davor anschauen, was habe ich da gemacht, passt das wieder. Und, das muss ich hoffentlich da nicht erwähnen, aber für einen Systemadministrator ist Open Source extrem wichtig. Weil wir können, bevor wir in den Produktionsbetrieb gehen, können wir schauen, ist die Software wirklich so, wie sie auf dem Datenblatt erscheint. Ist das in der passenden Programmiersprache geschrieben? Wie gut ist die Codequalität? Wie schaut es mit Upgrades aus? Wie ist das im Code abgebildet? Und verwende keine Tools, die du nicht unter Kontrolle hast. Klassische Fehler, wir brauchen XY und der Systemadministrator hat keine Ahnung von dem. Dann bitte nicht produktiv gehen, sondern sagen, wir haben das nicht im Griff, sondern wir brauchen da entweder eine Schulung, einen Experten oder müssen uns das zumindest in einer Testphase anschauen. Aber nicht sofort produktiv gehen, nur weil man es geschafft hat, mit Ruby on Rails einen Webserver zu betreiben. Kontrolliert in Betrieb gehen. Und auch kein Tool verwenden, nur weil es andere tun oder weil es jeder tut. Man verzeihe mir dieses Bild, aber das klassische Problem haben wir bei PHP als Systemadministratoren. Das Problem bei PHP ist, dass es relativ leicht programmiert werden kann. Das Problem ist dabei, dass wir sehr viel Schrottsoftware haben, die wir unterstützen müssen, von der der Anwender aber gar nicht mitbekommt, dass sie vielleicht security-technisch nicht so gut ist. Und ich möchte aber nicht PHP alleine bashen, sondern das ist die Kombination mit MySQL. MySQL und PHP haben ein Syndrom, das es uns leicht macht, schlechte Software zu erkennen. Wenn PHP verwendet wird und nur MySQL unterstützt wird, hat das mit SQL oft gar nichts zu tun. Warum? Das ist die einfachste Version, damit PHP und MySQL zum Laufen kommt. Web, Datenbank und es läuft. Schaut, ob die Software von Postgres, von Oracle etc. auch unterstützt wird. Wenn es da Möglichkeiten gibt, ist das schon einmal ein Qualitätsanspruch. Nur weil eine Software mit PHP und MySQL läuft, soll das nicht heißen, dass das Schrottsoftware ist. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Aber umgekehrt, schaut unbedingt, wie gut werden gewisse Standards erfüllt von der Software. Wie verbreitet ist die? Und jeder muss herausfinden, welches Tool hackt ihm ständig in der Nase herum. Lokalisiert die. Schaut, was stört euch am meisten, welche Tools machen ständig Probleme und versucht die auszutauschen. Das kann vom Desktop anfangen, welcher Window-Manager das ist, das kann die Shell sein, das kann der Mail-Client sein, das kann irgendein Webserver sein. Sucht euch das passende Tool für euch raus, aber lasst euch nicht von den Tools selbst zerstören. Und investiert in dein Know-how. Was gehört zum Know-how dazu? Beim Know-how haben wir Sachen wie Vorträge anhören. Da haben wir Sachen wie zu Schulungen gehen. Da sind aber auch Sachen drin wie Bücher lesen oder auch Webseiten lesen. Und zwar wirklich die interessanten Sachen für euch. Investiert in das. Jeder Softwareentwickler lernt dazu. Jedes Jahr. Man sagt, eine neue Programmiersprache ist ganz normal für einen Entwickler. Macht das selbst auch. Jedes Jahr mindestens ein neues Thema. Dieses Jahr Monitoring, nächstes Jahr Datenbanken, übernächstes Jahr Webserver etc. Und kennt eure eigenen Fehler. Schaut, was sind die Themen, die ich noch nicht habe und führt Liste. Es ist keine Schande, wenn ein Systemadministrator nicht jedes Thema perfekt beherrscht, weil es gibt solche Systemadministratoren einfach nicht. Aber kennt eure eigenen Fehler, schreibt die zusammen in einer Liste und arbeitet die der Reihe nach durch, wo ihr sagt, jetzt haben wir das Thema behandelt, jetzt haben wir das Thema behandelt. Das bedeutet auch neugierig sein. Wirklich, wir müssen am Ball bleiben. Es ist nicht so, dass man sagt, man geht heute zu einer Systemadministratorkonferenz und die nächsten 5 Jahre braucht man nichts tun. Es ändert sich ständig was, es kommen neue Tools dazu, neue Möglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten. Und wir müssen ganz einfach ein ganzes Leben lang lernen. Das heißt, ein Systemadministrator wird man nicht in einem Hochschulstudium hineingeworfen und kommt als fertiger Systemadministrator dann heraus, sondern man muss wirklich ständig am Ball bleiben. Das heißt, wirklich Checklisten führen, was kann ich nicht so gut. Ja, und wir sollten antizipieren.
Diese Art von Disaster Recovery Fall ist leider das, was in der Praxis eintrifft. Sowas gibt es nämlich selten. Das heißt, wir müssen schon voraussehen, was auf uns zukommt. Zufälle nicht ignorieren. Nur weil zufällig das Netzwerk jetzt für 3 Minuten nicht gegangen ist, heißt das nicht, dass danach, weil es wieder funktioniert, alles in Ordnung ist. Geht es der Sache auf den Grund. Da kann sein, dass irgendein NNFS-Mount hineinspielt. Da kann sein, dass irgendeine Datenbank jetzt vielleicht in Kürze wieder ausfällt, etc. Zufälle auf keinen Fall ignorieren und nicht etwas fixen, bevor es kaputt geht. Dieser typische, ich kann das noch optimieren, ich kann das noch optimieren, der Workflow, den kriege ich noch 2 Sekunden schneller. Und in Wirklichkeit macht man ständig das Tool kaputt. Und Notfallplan erstellen. Im Notfallplan ist wichtig, dass drinnen steht, was man nicht vorhersehen kann. Es gibt Probleme, die kann man mit Monitoring nicht abgreifen, die kann man nicht voraussehen. Aber man sollte wissen, welche Teilaspekte man nicht voraussehen kann, damit man dann in dem Fall zumindest einen Notfallplan dafür hat. Das heißt Disaster Recovery. Und damit es zu dem Fall aus dem ersten Bild nicht kommt, ein abgebrennter Serverraum, weil die Temperatur vielleicht zu hoch steigt etc., irgendwas durchbrennt, die eigene Infrastruktur überwachen. Überwacht die Hardware, überwacht die Services. Das sind Sachen wie SSH, HTTP, Mail. Man kann nachvollziehen, wie schaut es mit der Netzwerklast aus, wie schaut es mit der Disk-Usage aus. Das geht über Sachen wie Infrastruktur, Drucker. Bevor die Sekretärin zu mir kommt und sagt, bei mir ist wieder Papier alle, müssen wir bestellen, könnte das durchaus im Monitoring drin hängen. In dem Moment, in dem nur 500 Seiten mehr im Drucker verfügbar sind, können wir reagieren drauf oder die Patrone wird leer etc. Das heißt wirklich das Abbilden. Man kann auch die Einhaltung von Verträgen damit abbilden. Das heißt, schauen wir, ist der Server, den wir dort und dort stehen haben, wirklich 99,99% erreichbar? Ist das, was wir bezahlen, auch das, was wir bekommen? Und im Falle des Falles, das, was passiert, können wir den Administrator davon in Kenntnis setzen. Klassisch Nagios, da war jetzt gerade ein Vortrag, sehr zu empfehlendes Überwachungstool. Wir haben dann Kakti zum Beispiel ebenfalls, wir haben dann Munin. Da gibt es ohne Ende Tools, die man dafür verwenden kann. Lernst die und integriert die in euren Alltag. Das heißt, wenn neue Hardware integriert wird, die sowieso ständig läuft, überwacht sie. Und überwache dein Business. Man muss auch die Eckdaten, die man nicht jetzt von Nagios abbilden kann, irgendwie im Monitoring haben. Das heißt, schaut, dass ihr euer Arbeitsumfeld, das, mit dem ihr Geld verdient oder euer Kunde Geld verdient, dass ihr auch das abbildet. Das muss jetzt eben nicht in Software geschehen, das kann auch auf Papier passieren, aber man sollte sehen, wo entstehen Trends, mit denen wir jetzt vielleicht Probleme haben. Und bei Trends ist vielleicht das Stichwort Statistiken zu sagen, Bullshit. Was sagen uns 12.000 Hits pro Tag? Nichts. Weil auf einmal haben wir mehr. Und keiner weiß warum. Da gibt es einen Grund dafür. 140.000 Hits pro Tag klingen jetzt vielleicht für ein kleines Open-Source-Projekt viel. Wenn Google 140.000 Hits pro Tag hätte, hätten wir ein ernsthaftes Problem. Das heißt, wir müssen mit Metriken arbeiten. Wir müssen Trends erkennen. Wir müssen sehen, aha, da passiert irgendwas. Unser Softwareprodukt, das wir verkaufen, wird anscheinend öfters nachgefragt als bisher. Wir müssen darauf reagieren, vielleicht zusätzliche Server integrieren, bessere Mirror anbieten etc. Das sind Sachen, die muss man mit Metriken erfassen und nicht mit nackten Zahlen. Wenn jemand sagt, ich habe 60.000 Hits pro Monat, ja toll, da sind halt vielleicht 25 Bilder auf der Startseite integriert, die jedes Mal einen Request produzieren. Uninteressant, wir wollen Metriken haben, wir wollen einen Trend erkennen. Und einen Trend erkennen heißt auch, dass wir mit einem Problem rechnen. Wir müssen ein Problem erwarten. Wir müssen wissen, welche Fakten wir vertrauen können. Wir dürfen nicht einfach glauben, nur weil irgendjemand sagt, das und das läuft gut, das funktioniert etc., das verwenden wir auch, das müssen wir verifizieren. Und was da wichtig ist, dass man mit Problemen umgehen kann. Das heißt, wirklich ein Debugging-Künstler. Systemadministratoren machen nichts anderes, als ständig nur Fehler zu beheben oder etwas in Betrieb zu bringen. Der Anwender merkt das nicht. Für den ist das ganz normal, dass alles funktioniert. Der Systemadministrator ist genau dann der Depp, wenn es nicht funktioniert. Aber nur genau dann merkt man, dass der Systemadministrator auch was tut. Dass der Systemadministrator vielleicht die ganze Zeit
was tut und das am Laufen erhält, damit man nicht merkt, dass es irgendwo Probleme gibt, dafür gibt es einen Systemadministrator. Das heißt, wir müssen die Ursachen fixen und bitte nicht die Symptome an der untersten Stelle angreifen, dort fixen und nicht nur für den User dann irgendwie, gerade dass er es vielleicht nicht bemerkt, aber in dem Moment, in dem dann mehr User draufhängen, merken es die anderen. Wir müssen an der untersten Stelle angreifen und wir wissen, Software breaks. Das gleiche gilt für Hardware. Und zwar ganz egal, wie teuer die Hardware ist. Preis rettet uns nicht davor, dass unser Kerngeschäft auf einmal flöten geht. Egal wie teuer die Hardware ist, sie kann trotzdem kaputt gehen. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen damit rechnen, dass auch bei teurer Software, bei teurer Hardware, genauso wie bei billiger Software und billiger Hardware, Probleme entstehen. Das heißt, wir müssen das Ganze auch designen, von vorn weg. Da spielen Sachen zusammen wie Hardware und Software, Konfiguration, Umgebung, Administratoren, Anwender. Und da ist es wichtig zu wissen, dass einfach auch besser ist als komplex. Wir müssen es möglichst einfach halten, durchschaubar, nachvollziehbar. Und es ist aber trotzdem noch besser, wir halten es komplex als kompliziert. In dem Moment, in dem das keiner mehr versteht oder das versteht nur eine Person und die geht aus der Firma, habe ich vielleicht ein ernsthaftes Problem. Und es ist besser jetzt als nie, aber nie ist oft besser als genau jetzt. Wir dürfen nicht einfach nur, weil wir können, machen wir, sondern wir müssen entscheiden und verifizieren, dass das, was wir machen, auch wirklich was bringt. Das heißt testen, testen, testen. Und trotzdem, ich habe zwar gesagt, auch teure Hardware kann kaputt gehen, aber wer billig kauft, kauft auf alle Fälle teuer. Wir müssen Bloat vermeiden. Wir müssen uns auf Einfachheit und Klarheit konzentrieren. Das heißt, Security, Wartbarkeit und auch Sachen wie Erweiterbarkeit, das sind nicht nur Add-ons, sondern es ist die Basis, auf der wir arbeiten. Das heißt, wir brauchen zuverlässige Tools, zuverlässige Software, zuverlässige Hardware, die wir kontrollieren können. Und vertraue auf keinen Fall Benchmarks, und zwar, die du nicht selbst gefälscht hast. Die subtilsten Änderungen in der Konfiguration können drastische Auswirkungen haben. Das kann vom RAID-Controller die Cache-Size sein, das kann irgendein Netzwerkkabel sein, das kann irgendeine Festplatte sein, eine einzelne. Ihr müsst Benchmarks selbst machen. Ihr könnt als Grundwerte durchaus auch Vergleiche heranziehen von anderen Leuten, aber damit man vielleicht noch sieht, ist das eigene, was man hat, jetzt noch irgendwie in dem Rahmen, was man sich vorgestellt hat. Aber auf keinen Fall jetzt einen Benchmark von irgendeinem Hersteller vertrauen. Hersteller gehen nämlich her und sagen, das geht bei uns nach oben hin, wir skalieren ohne Ende. Die Realität ist leider eine ganz andere. Irgendwo bricht es einfach ein. Weil in den kritischen Pfad kommen halt nur wenige Leute vielleicht hinauf. Da gibt es eine nette Anekdote zu erzählen. Ein Firewall-Hersteller hat wunderbare Statistiken gehabt, Benchmarks, wie schnell seine Stateful Firewall ist. Es hat sich herausgestellt, dass dieser UDP stateless gefiltert hat. Wer weiß, dass UDP per Definition jetzt nicht stateful ist, der wird auch verstehen, dass man UDP dementsprechend schneller filtern kann. Natürlich steht das nicht im Datenblatt, das der Geschäftsführer zur Evaluierung von den Kosten bekommt. Solche Sachen müsst aber ihr herausfinden. Das heißt, auf keinen Fall irgendwelchen Benchmarks von irgendwelchen Herstellern oder auch Freunden vertrauen. Die haben unter Umständen einfach eine ganz andere Konfiguration. Und wenn ihr evaluiert, gilt auch das Gleiche. Wir haben die Testphase nicht in der Produktionsphase. Das heißt, nicht mit dem Server online gehen und dann schauen, wie viel Megabyte pro Sekunde kriegen wir da an Festplattenkapazität und Durchsatz und Bandbreite etc. heraus, sondern das passiert rein in der Testphase. Testen ist teuer und oft nicht möglich. Ich rede hier von einem Fall, den garantiert keine einzige Firma zu 100% erfüllen kann. Das Wichtige ist, dass man halt herausfindet, wo man das Maximum davon holen kann. Und Virtual Machines sind eine wunderbare Möglichkeit für einen Systemadministrator auch zu testen, wenn er keine dedizierte Hardware hat, wenn er schnell und reproduzierbar gewisse Sachen durchspielen will. Da kann man VirtualBox hernehmen. VirtualBox ist wunderbar auf den Desktop integriert. Wir haben VMware. VMware kann auch im Serverbetrieb gefahren werden. Wir haben auch Tools wie OpenVZ.
Wir können dort interessant einfach Snapshots fahren. Wir können sagen, jetzt frieren wir ein, wir testen das und wenn es nicht funktioniert, sofort der Fallback. Wir testen es dann noch einmal. Bitte. Ja, selbstverständlich. Die Frage war, was ist in dem Fall, dass man eben andere Hardware hat, eben in der Virtual Machine als im echten Leben. Die Virtual Machine bildet mir für Konfigurationen sehr viel Mehrwert. Das heißt, in dem Moment, in dem ich testen möchte, funktioniert die Apache Config in der Variante, wie ich sie habe? Ja, gut, ist nicht direkt hardwareabhängig. Wenn es darum geht, Statistiken, Benchmarks oder Durchsatz etc. zu messen, wird es komplett uninteressant. Und natürlich in dem Moment, desto hardware näher die Tools wären, desto interessanter wird es natürlich, dass man es auf der physischen Hardware hat. Das Problem ist, man hat oft einfach nicht die 100% identische Hardware-Konfiguration. Und die virtuellen Maschinen unterstützen einfach auch Softwareinstallationen, Upgrades. Die kann man testen, ohne dass man deswegen gleich auf die richtige Hardware gehen muss. Deployment, Rollout. Wir haben Virtualisierung. Virtualisierung bietet uns Features wie die Konsolidierung. Das ist einfach, billig, schnell, aber auch gefährlich. Das ist ein Hype momentan. Jeder will virtualisieren und wir haben das und das und die Technologie geht super und wir nutzen unsere Hardware besser, umweltschonend, bla bla bla. Ja, aber es ist wirklich gefährlich, weil auch virtualisiert wird, was nicht virtualisiert werden soll. Überlegen, muss das virtualisiert werden, bringt es uns wirklich einen Mehrwert? Wir müssen skalieren. Wir müssen wissen, was wir zu erwarten haben. Und damit wir das wissen, virtualisieren nicht, wenn es nicht notwendig ist. Und virtualisieren nicht, weil man es kann. Virtualisiert gehört das, was Sinn macht. Das muss man herausfinden, wo macht Sinn, wo kann ich Kosten einsparen, wo macht es wirklich Sinn, weil sonst die Hardware nicht ausgelastet ist. Aber tödlich einfach, es wird ein $1 teurer Server hingestellt, da fahren 15 Images drauf, die im Live-Betrieb sind, dann fällt eine Hardware-Komponente aus und 15 Server sind davon betroffen im Endeffekt. Und da gehört auch das Thema Backup dazu. Es will kein Mensch Backups. Es will jeder nur das Restore. Und dazu gehört, dass man beim Restore jetzt nicht nur das will, weil die eine Datei wegen der Hardware ausgefallen ist, sondern wir wollen auch Archivierung haben, wir wollen Verschlüsselung haben. Wir wollen uns auch vor falschen Kommandos retten. Nur weil jemand das falsche Kommando reinpfeffert, heißt das nicht, dass wir als Systemadministratoren denn die Schuld auf den User schieben können. Es ist wichtig, dass wir genau auch diesen Fall abrufen können. Und Kommunikation. Kommuniziert mit anderen Leuten auf Events, mit euren Arbeitgebern, mit den Kunden, was wollen die eigentlich von mir? Es ist uninteressant, dass ihr euch ins stille Kammerl zurückzieht und dann Mail und bla 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 alles schreibt. Ihr müsst auch mit den Leuten reden. Was will denn der von mir eigentlich? Warum will der mich? Was könnte ich ihm bieten, was für ihn einen Mehrwert hat? Das kann man zwischen den Zeilen herauslesen. Die meisten Kunden wissen ja gar nicht, was sie wollen. Wir kennen die Technik, wir kennen die Realisierung, wir kennen Vor- und Nachteile von Technologien. Das weiß das Management oft gar nicht, aber bei denen können wir herausfinden, die wollen eigentlich was ganz anderes, als die jetzt bei uns angefragt haben. Verwendet das richtige Kommunikationsmedium. Ein Manager wird wahrscheinlich einfach einen anderen Kommunikationsstil haben, als der typische Nerd, der daheim 27 Stunden hintereinander an irgendeinem Webserver herumschraubt. Das heißt, habt auch Experten für das Kerngeschäft. Schaut, wer kann was am besten, mit wem könnte ich für folgendes Thema kommunizieren? Wo könnte ich mich bei dem und dem irgendwie über neue Themen informieren? Wer könnte mir da den passenden Tipp geben? Ein soziales Netzwerk aufbauen. Das ist für Systemadministratoren genauso wichtig wie für jeden anderen Softwareentwickler, Manager etc. Versteckt euch nicht in der Bude. Und dokumentieren. Das gleiche wie für Softwareentwickler gilt auch für Systemadministratoren. Dokumentiert alles, was ihr macht, und zwar Hardware-Setups, was für Hardware war das? Das kann man automatisiert dokumentieren. Ich weiß, wie viel RAM war da drinnen, welche Seriennummer hat mein Motherboard gehabt, etc. Das sind alles Sachen, die kann man bei guter Hardware auch wirklich automatisiert dokumentieren. Und macht euch das komfortabel. Schaut, dass das Schreiben komfortabel ist. Sucht die richtigen Tools dafür heraus.
ASCII-Doc zum Beispiel oder mit einem passenden Wiki-Setup kann man sich so Sachen machen, dass die Dokumentation automatisch aktuell ist. Sie spiegelt den aktuellen Stand wider. Das ist einfach extrem wichtig, weil veraltete Dokumentation ist einfach wertlos. Sammelt die Dokumentation und versucht sie auch zu veröffentlichen. Wenn ihr anderen Leuten die Dokumentation zugänglich macht, haben die vielleicht einen Anwendungsfall darinnen, wo sie sagen, ah, das wäre für uns auch interessant, die haben das schon gemacht, da hätte ich jemanden. Und wenn man das als Netzwerk nutzt, ist das für euch wie auch für andere von Vorteil. Verfolgt das, was zu tun ist, noch in einer To-Do-Liste. Alles, was erledigt gehört, gehört wo niedergeschrieben. Sagt nicht einfach, ja, ja, mache ich. Da kommt das Mittagessen dazwischen, da kommt vielleicht der Anruf von der Freundin dazwischen und danach ist das wieder weg. Dokumentiert es automatisch und wenn ihr seht, es skaliert überhaupt nicht mehr, holt euch ein Ticketsystem. Ihr könnt das auch mit mehreren Leuten gemeinsam machen. Es ist nur wichtig, es dürfen To-Dos einfach nicht verloren gehen. Führt sowas. Lokalisiert diese Fallstricke. Es gibt so klassische Anwendungsfälle, wo man Probleme hat. Das sind Init-Skripte. Init-Skripte sind teilweise schrecklich. Schrecklich. Lokalisiert diese Probleme. Schaut, was könnt ihr ändern, wo muss ich was angreifen, damit es so funktioniert, wie ich es brauche. Und wenn ihr eigene schreiben müsst, verwendet Templates. Schreibt nicht jedes Mal von der ersten bis zur letzten Zeile alles neu, sondern habt ein Template, wo Start, Stop, Restart, Status etc. drinnen steht. Ihr müsst vermeiden, dass ihr simple Fehler integriert, nur dadurch, dass ihr auf Templates verzichtet, wo ihr wisst, die funktionieren. Zu Templates und Init-Skripten gehört auch gesagt, dass man das Rebooten testen muss. Nur weil der Service im Live-Betrieb korrekt startet, heißt das nicht, dass wir bei einem Reboot vom Server ebenfalls noch einen funktionierenden Service vorfinden. Vielleicht braucht der Service funktionierenden Netzwerksupport, vielleicht auch NFS-Mounts und wird an der falschen Stelle integriert. Tödlich, wenn ihr in Urlaub seid und es wird der Server gebootet. Durchbooten. Wenn ihr ein neues Init-Skript integriert, einen neuen Service installiert und auch wissen wollt, ob der nach einem Reboot funktioniert, hilft nur Rebooten. Und dokumentiert in einem Fall, dass ihr so ein Problem lokalisiert, nicht nur den Fix, sondern auch den Fallstrick als solchen. Weil der Fix selber, der geht vielleicht irgendwo unter. Wenn ihr aber auch festhält, dass ein Fallstrick dort und dort existiert hat, dann könnt ihr den auch für einen anderen Fall vielleicht verwenden. Und Rollout, den Ansatz kennen zwischen Images und automatischer Installation mit Konfiguration. Beim Image-Ansatz haben wir den Vor- und Nachteil, dass wir das ein funktionierendes System wiederherstellen. Das Problem ist, wie kriegen wir aktuelle Daten, aktuelle Konfiguration wieder rein? Das heißt, wir brauchen aktuelle Images. Umgekehrt, automatische Installation bedeutet, wir können es nicht von einem funktionierenden Zustand restoren, sondern restoren einen Zustand von einem Minimalset und installieren zusätzliche Services, zusätzliche Konfigurationen, installieren Daten. Findet heraus, welcher Anwendungsfall ist für das, wo ich jetzt den Fall brauche, ich muss einen Server möglichst schnell installieren können und denkt einfach dran, ihr nehmt einen x-beliebigen Rechner aus der Firma, beim Fenster rauswerfen, wie schnell ist der wieder hergestellt. Genau den Fall reproduzieren, denkt euch jetzt, der Rechner fällt aus, wie schnell seid ihr wieder am Laufen? Und findet heraus, brauche ich einen Image-Ansatz, brauche ich eher das Rollout über Konfiguration, automatische Installation etc. Konfigurationsmanagement, das kann man auch beim Image-Ansatz natürlich integrieren. Und das Wichtige dabei ist, dass man die vorhandenen Tools und Technologien kennt. CF-Engine, Puppet, BCFG. Da gibt es genug Tools, mit denen man wirklich Konfigurationsmanagement für mehrere Rechner abbilden kann. Für große Installationen, aber auch für kleine, wo man automatisch dokumentiert hat, wie schaut mein Setup eigentlich aus. Und zwar überblickbar, überschaubar. Change Management. Wenn sich was ändert, wie dokumentiere ich das? Change Management kann man im kleinen Stil anfangen. Wer Debian-Systeme hat, kennt vielleicht App-List-Bugs oder App-List-Changes, wo man sieht, was hat sich im letzten Update von einem Paket getan. Welche Bugs sind vielleicht bekannt schon im Bug-Tracking-System, die ich jetzt noch nicht kenne, aber mit der neuen Version dann vielleicht erleben werde. An allen Stellen integrieren, wo nur möglich. Auch Patch-Management. Wie schaut es aus, wenn ich irgendwo einen Patch integrieren muss? Da muss ich mir Gedanken machen, wie dokumentiere ich das, wie kann ich den Patch testen, verifizieren etc. Das sind große Stichwörter, wo viel Literatur dazu existiert, die man in einem einzelnen Vortrag jetzt überhaupt nicht einmal anreißen könnte mehr.
Beschäftigt euch damit und versucht herauszufinden, was ist für euch interessant. Servermigration. Wem ist es nicht schon passiert, dass nur eine Komponente unter Umständen Probleme macht in der Hardware und man sagt, ja, dann siedeln wir auf einen anderen Rechner. Überlegt den Fall, was passiert dann? Werde ich neu installieren? Kann ich eine Live-Migration vielleicht machen? Hänge ich im Internet? Wie schaut meine Time-to-Live aus vom DNS-Eintrag? Wie schnell kann ich den überhaupt migrieren, ohne dass Kunden jetzt nicht mehr auf meine Server zugreifen können? Da spielen auch so Sachen rein wie Failover, Load Balancing. Was ist, wenn mein Projekt auf einmal explodiert mit der User-Basis? Was kann ich machen, damit ich mehr Server integrieren kann? Das kann man im Vorfeld schon viel besser kalkulieren. Fahre ich da DRPD, Heartbeat etc.? Wie integriere ich das? Gedanken machen. Remote-Zugriff wird viel zu oft vergessen. Es ist sehr wichtig, dass man auf die Hardware zugreifen kann, remote, ohne dass man funktionierendes Netzwerk-Setup etc. braucht. Das heißt, es gibt Remote-Karten, die unter dem Stichwort Baseboard-Management-Controller verkauft werden, mit IPMI und von diversen Herstellern verschiedene Technologien angeboten, kann man einfach zuverlässig auf die Hardware zugreifen. Dazu gilt auch, dass man, wenn man Hardware kauft, die jetzt nicht schon von sich aus solche Controllerkarten dabei hat, netzwerkkompatible Hardware zu kaufen, Scanner, Drucker, die sollen sich ins Netzwerk integrieren, damit man sie auch im Monitoring ordentlich abgreifen kann. Damit man nicht erst 3 Stockwerke hinauf und 2 Gebäude rüberlaufen muss, um zu schauen, ob da überhaupt noch Patronen drinnen sind im Drucker. Genau solche Sachen kann man remote viel besser abgreifen. Genauso dazu gehört die USV. USV ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung, wird oft falsch eingesetzt. Der Trend kommt aus Amerika, weil es dort relativ schlechtes Stromnetz gibt, wo es an der Tagesordnung ist, dass jetzt einmal wieder der Strom weg ist. Wir haben umgekehrt oft das Problem, dass die USV einen Ausfall verursacht, der ohne USV gar nicht passiert wäre. USVs gehören ordentlich getestet. Wie lange hält die Batterie wirklich? Ist das so, wie der Hersteller angibt? Kann ich die live tauschen? Billige USVs kann ich nicht live tauschen und muss den Server runterfahren, damit ich eine andere Batterie reinstecke. Ich habe die USV eigentlich genau deswegen gekauft, damit ich eine bessere Uptime habe und nicht eine schlechtere. Das heißt, auch da wieder, wer billig kauft, kauft teuer. Evaluieren. Und auch die Fehlerfälle durchtesten. Was passiert, wenn ich ein Netzwerkkabel ziehe, den Stromstecker ziehe? Da gibt es genug Möglichkeiten, um zu schauen, was passiert in dem Fall. Und das gehört getestet, bevor man live geht. Was ist denn, wenn ich die Festplatte raussteck? Reagiert das Monitoring? Was muss ich tun, damit ich es wieder integrieren kann? Stichwort Watchdogs im Kernel. Wir haben die Möglichkeit, solche Sachen auch zu überwachen, in dem Moment, in dem sowas passiert, auch in Kenntnis davon gesetzt zu werden. Da gehört eben auch Logging dazu. Zum Logging gibt es ein nettes Beispiel von einem Kundenlog. Das ist eine Shell-History. Das war ein Copy-Paste-Fehler. Der hat als Root in ein Verzeichnis gewechselt und hat den Output von einem Listing drunter stehen gehabt. Was passiert bei diesem Listing-Kommando? Das Kommando existiert nicht, weil ein Kommando L-RWX-RWX-RWX gibt es bei uns nicht. Blöderweise steht da hinten ein Größerzeichen dran. Wie wir wissen, ist das eine Umleitung in eine Datei. Das Kommando wirft uns keinen Output. Das heißt, die Datei, die danach steht, die wird angelegt. Das Problem ist, wir stehen genau im passenden Verzeichnis, dass wir diese existierende Datei out an das core-basic.load löschen. Das wird uns nicht auffallen. Aber am Sonntag geht Lockrotate her und startet den Apache-Service neu. Und Apache wird feststellen, der hat dieses Modul ja gar nicht geladen, ja, da brauche ich HD-Access mit der Zugriffskontrolle ja gar nicht weiter verwenden. Entweder stehen dann Daten online zur Verfügung, die eigentlich passwortgeschützt waren, der Apache startet vielleicht gar nicht durch, je nach Konfiguration. Solche Sachen, die findet man nur, wenn man ordentlich loggt, mit Versionskontrolle in etc. Da hat man sofort gesehen, da hat sich bei der Datei was geändert. Schaut hinein, im GIF sieht man sofort, aha, der Inhalt fehlt, die ist leer, die Datei. Und da gehört dazu, dass man auch so Technologien wie sudo und sudo-edit verwendet. Nicht alles automatisch in eine Root-Konsole werfen. Das falsche Copy-Paste, weil die Maus ausrutscht, die Katze draufsteigt etc., das passiert einfach viel zu schnell. Mit Root arbeitet man dann, wenn es notwendig ist. Vermeiden, dass man immer als Root alles macht.
Und loggen zentral versus dezentral. Wollen wir die Daten lokal haben oder wollen wir sie auch auf einem Syslog-Server haben? Zentral, mit guter Hardware, dass wir von mehreren Stellen die Logs einsammeln, damit wir sie analysieren können. Überlegen, was macht Sinn in unserem Anwendungsfall. Und dazu gehört halt auch, dass man Identity Management integriert. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter geht? Was passiert dann? Wo hat er noch Zugriff in unserem Netzwerk, in unserem Setup, auf die Kundendaten? Wie schnell kann ich einen Mitarbeiter, wenn der von heute auf morgen gekündigt wird, wie schnell kann ich den aus meinem Setup rauswerfen? Wie schnell kann ich einen neuen Mitarbeiter hineinnehmen? Ressourcenverwaltung, schauen, wo habe ich welche Server stehen, mit welchen Kundendaten, mit welchen Zugriffsdaten, mit welchen Zugriffsrechten. Und wer viele Rechner zu betreuen hat, der wird sich auch in Richtung Clustermanagement was überlegen müssen. Es macht einfach keinen Sinn, hintereinander auf 15 Rechnern das gleiche Kommando manuell reinzupfeffern und schauen, was rauskommt. Da gibt es einfach bessere Tools. Von Bitcluster über Cluster SSH, D-Shell etc. Da gibt es unzählige Tools, die sich wunderbar eignen, dass man eine Anzahl von 10, 15, 20, aber auch 3 Rechner noch auf der Konsole ordentlich handhabt. Sobald es wirkliches Cluster-Management ist, wird es dann sowieso ein ganz eigenes Thema. Aber in dem Moment, in dem ihr mehr Rechner zum Kontrollieren habt, versucht das auch abzubilden. Und, wer kennt den Koffer? Der Admin-Koffer ist ganz wichtig, dass man den dabei hat, sobald man unterwegs ist oder wenn man einen stabilen Arbeitsplatz hat, dass man das richtige Werkzeug zur Verfügung hat. Das fängt von einem Schraubenzieher, der hoffentlich auch in einer Version mit Magneten, damit man an die blöden Stellen herankommt. Das geht über USB-Sticks, USB-Disk, Netzwerkkabel, in Crossover, in Patchform, über Switches, über Messer oder ein Leatherman. Sachen wie USB-Kabel, USB-to-Serial-Adapter. Sachen, die man vielleicht nicht täglich braucht, aber im Notfall dann notwendig werden. Das heißt, überlegen, was könnt ihr da brauchen? Notizblock, Schreibzeug etc. Das sind alles Sachen, die man braucht. Und als Hauptentwickler von Grimmel kann ich zumindest empfehlen, eine Live-CD, egal jetzt von welcher Distribution, egal welches Betriebssystem, ob das jetzt OpenSolaris Live-CD ist, ob das jetzt der Linux Live-CD ist, habt sowas dabei. Im Notfall habt ihr kein Installationsmedium, mit dem ihr jetzt die Installation auf dem Produktivsystem durchführen könnt. Sondern müsst ihr möglichst schnell ein Live-System booten, schauen, ist die Festplatte eingegangen, ist der Memory in Ordnung, wo sind die Daten verschwunden, kann ich noch schneller ein Image ziehen, forensische Untersuchungen etc. Und spielt's nicht Bastard Operator from Hell. Der ist, heute so lustiger ist und so gern mal die ganzen News liest, der ist halt nicht mehr State of the Art für einen Kunden. Den interessiert es nicht, dass der jemanden hat, der mit ihm nicht kommuniziert, der eigentlich nur Blödsinn macht. Die Geschichten lesen sich lustig und im passenden Fall darf man das gerne mal anwenden. Aber bitte nicht im Alltag. Und als Abschluss vielleicht, wir haben ein Sys-Admin-Dilemma. Warum? Wichtige Systeme gibt's, die sind schön, die sind teuer, interessante Setups, da wollen wir ran. Aber da lassen uns nur die besten Admins ran. Was machen wir? Wir lernen von den Besten. Das heißt, wir gehen her und schauen, was machen die Besten eigentlich. Und die Systemadministrator-Bibel momentan ist The Practice of System and Network Administration. Das Buch ist dick. Es sind gewisse Kapitel drin, die muss man nicht gelesen haben, aber insgesamt spiegelt es in einem hohen Umfang das wider, was der Systemadministrator an Stichwörtern braucht, um weiterzulesen, um sich weiter fortzubilden, um Konzepte zu erlernen, die vielleicht wirklich für den Alltag verbessernd wirken. Proceedings. Es gibt Konferenzen, wo die Vorträge online gestellt werden, wo PDFs zum Runterladen sind, von wirklich Leuten, die schon seit vielen, vielen Jahren Systeme betreuen, die Rieseninstallationen haben, sehr produktive Umgebungen haben. Schaut euch das an. Lasst euch irgendwie inspirieren, was ist für mich interessant. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt das Overkiller-Setup reproduzieren müsst, sondern es geht darum, was kann ich für mich mitnehmen. Time-Management. Systemadministratoren langweilen sich oft. Sie kommen auf die blödsten Ideen. Dann werden RSS-Feeds gelesen, dann schaut man bei Heise vorbei, was gibt's da Neues, dann schaut man sich Software an, die wollte man nie im Leben verwenden, dann schaut man wieder dort in die Bildersammlung rein. Zeitmanagement. Und das Buch wird gelesen, bevor ihr andere Bücher lest.
Zweimal. Und ihr müsst besser als die Konkurrenz sein. Ihr müsst einfach voraussehen, was ist der andere, was kann der schlechter als ich, was kann ich noch verbessern, damit ich besser werde als die anderen. Ihr müsst schauen, wo könnt ihr euren Arbeitsfluss, eure Tools etc. verbessern. Lernt damit umzugehen. Und lernt auch wirklich über den Rand zu schauen. Da sitzen wahrscheinlich jetzt 80, wenn nicht noch mehr, ein Prozent von Linux-Administratoren, aber schaut euch einmal an, was kann Solaris, was vielleicht Linux nicht kann. Da gibt es Sachen, die kann Linux nicht. Umgekehrt, was kann BSD, was Linux nicht kann? Und umgekehrt der Aufruf auch an die Solaris-Leute und die BSD-Leute, auch Linux anschauen, was gibt es dort, was wir noch nicht haben. Das heißt, einmal über den Rand schauen, was gibt es anderes? Man sieht dann vielleicht auch das eigene Betriebssystem wieder mit anderen Augen und denkt sich, das ist eigentlich immer beschissen gelöst gewesen, obwohl ich gedacht habe, das ist optimal. Es geht eigentlich noch besser. Mit den Entwicklern reden, Patches schicken oder zumindest Feature-Requests etc. Und wenn ihr das beachtet, dann wird der Murphy auch hoffentlich fernbleiben. Hoffentlich. Weil in dem Moment, in dem er das sagt, kommt er sowieso. Und die Vortragsfolien machen nicht viel Sinn, weil das Gesagte dazugehört. Das Ganze ist in einer Homepage zu lesen, adminzen.org. Das ist die Homepage zum Vortrag. Dort sind diese Konzepte noch einmal kurz und prägnant, die Punkte, die wichtigen, zusammengefasst. Und es gibt auch von der Froscon eine Spezialversion in ausgedruckter Form. Die bekommt ihr zumindest jetzt noch die nächsten Minuten, solange der Infostand noch offen hat, beim Infostand gegen eine Spende. Ja, und bitte keine Änderungen am Freitag um 16 Uhr. Gibt's Fragen? Ja, also Richtung Management ist es ganz wichtig, dass man deren Sprache kennt. Wie muss man sich verkaufen, damit die mich verstehen und dazwischen den Zeilen lesen lernen? Das Management formuliert oft etwas sehr knapp und präzise oder sehr unpräzise und man muss genau das zwischen den Zeilen herauslesen. Natürlich, das, was ich da sage, das ist der Optimalfall, das wird niemand zu 100% erreichen. Wer das schafft, der soll sich bei mir melden. Das wird man einfach nicht haben, sei es jetzt durch Management beschränkt, sei es jetzt durch Hardwarekosten beschränkt, durch Arbeitszeit beschränkt, durch Personal beschränkt. Das wird man sowieso nie haben. Das Wichtige ist auch zu schauen, wo ist so etwas dokumentiert, wie das andere machen. Dem Chef vorschlagen, könnte man da nicht einmal was schauen, die anderen machen das auch so, dürfte ich nicht das einmal probieren etc. Das ist möglich mit guten Argumenten. Dem Management gegenüber oder dem Chef gegenüber argumentieren, warum er dieses und jenes haben will. Was anderes kann ich auch nicht sagen. Es gibt keinen, das ist der Insider-Tipp und so knackt man jeden Manager. Schön wär's. Aber dann würde ich ihn nicht verraten. Bitte. Also genau, die Kosten aufstellen. Also kostentransparent gegenüber auch dem Management zu arbeiten. Wo man sagt, man hat vielleicht die teure Hardware, die kostet einmal mehr, aber die läuft die nächsten 3-4 Jahre mit Vor-Ort-Support, mit Qualitätsgarantie etc., mit Qualitätsmanagement, geprüfter Hardware, läuft die einfach stabiler. Also wer billig kauft, kauft immer teuer. Das kann man auf der Hardware 100% sagen. Umgekehrt natürlich, nur weil man teuer kauft, heißt das nicht, dass man vor jedem Ausfall gefeit ist. Aber definitiv zahlt sich's aus, dass man ordentlich einkauft. Und ordentlich einkaufen heißt halt einfach, dass man die Kosten transparent gegenüber dem Kunden, das ist dann der Chef oder das Management, aufzeigt. Das heißt, wirklich einmal Statistik machen, über so und so viele Jahre, in dem und dem Moment haben wir dann einen Break-Even-Point. Was ist mit Configuration Management und Image-based Wiederherstellung? Weil image-basierte Wiederherstellung funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gar nicht. Das in Bezug auf jede kleine Änderung erfordert dann sowieso neu aufsetzen, wenn irgendwas in Images ist. Images sind dann zum Beispiel interessant, wenn ich 100% identische Hardware immer habe. Wo ich die wenigen Fälle, wo ich sage, ich habe nur
ändernde MAC-Adressen bei den Netzwerkkarten und vielleicht die UUID von den Festplatteninstallationen etc., wo ich sage, da möchte ich was Dynamisches drinnen haben, die kann ich über Konfigurationsmanagement oder über passende Skripte im Rollout-Prozess natürlich abbilden. Images ist nur dann interessant oder wirklich nur dann interessant, wenn die Hardware halbwegs konsistent ist. Das muss man eben herausfinden, ob der Ansatz Image überhaupt taugt für den eigenen Ansatz. Es gibt eben Installationen, wo der Image-Ansatz durchaus Sinn macht, weil er unter Umständen halt viel schneller abläuft, aber er macht definitiv nicht immer Sinn. Beantwortet das die Frage? Sonst keine Fragen mehr. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit.